ist vielleicht nur ein Traum, ein böser Traum. Und gemerkt, dass es eben Realität war. Und wir Kinder haben uns dann mit der Zeit daran gewöhnt. Wunderschönes Grün, junge Bäume, viele Vögel, fast romantisch. Aber im Gegensatz zu dem, was vorher passiert ist, unglaublich. Der 22. Oktober 1940. Dort hat unsere Odyssee begonnen. Also wir wurden wirklich verschleppt in ein fremdes Land. Unterwegs wusste man nicht, was geschieht mit uns. Wir sind dann in Oloron-Sainte-Marie angekommen, wurden auf Lastwagen verladen, stehend, und es hat noch ein bisschen geregnet. Und dann hat man uns nach Gurs gekarrt. Die Nazi-Zeit hat hier vor Ort stattgefunden, die hat in Neustadt stattgefunden, die ganze Pfalz war involviert. Einschüchterung, Vergrämung, politisch Andersdenkender, Verfolgung von Juden, alles, was man aus dem Geschichtsunterricht von großen Städten, von anderen Orten kennt, lief genauso auch hier in Neustadt ab. Und ich glaube, dass das mit eine Sache ist, die wir heute gern verdrängen. Nach der Machtübernahme 1933 wurde der Druck spürbar erhöht. Seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen. Hier in der Pfalz gab es dann einen Mann namens Bürgel, der sehr schnell als Gauleiter begriffen hat, wie er die Pfälzer erreichen kann. Diese Straße heißt fürderhin die Deutsche Weinstraße. Bürgel war mit seinem badischen Kollegen Wagner verantwortlich für die erste groß angelegte Massendeportation. 7000 Menschen aus der Pfalz, aus Baden und im Saarland. Der Schöpfer hat den Deutschen ein eigenes Blut gegeben und ihm als göttlichen Willen die Selbsterhaltung zur Pflicht gemacht. Da wusste man noch nichts von der Wannsee-Konferenz, die 1942 in Berlin war. Dort wurde die Massenvernichtung der Jüdinnen und Juden beschlossen. Wenn nötig unter vollkommener und radikalster Ausschaltung des Judentums. Aber 1940, zwei Jahre zuvor, hat Bürgel und Wagner im vorauseilenden Gehorsam geplant und gemacht, was dann später selbstverständlich war. Die Deportation von Millionen von Jüdinnen und Juden. Für Bürgel und Wagner war das ein Test. Wie reagiert die Bevölkerung auf die Deportation von Menschenmassen? Die Transporte wurden mitten in der Stadt organisiert. Die Sammelpunkte waren bekannt und es gab keinen Widerstand aus der Bevölkerung. Man hat gemerkt, Menschen funktionieren so, indem man drauf guckt, wie was klein anfängt. Und dort, wo Bücher brennen, brennen am Schluss halt Synagogen und Menschen.
Möglichkeit, sich regional an seinem Wohnort mit dem Thema zu befassen, das bringt für mich so eine gewisse Wärme rein, so eine gewisse Nahbarkeit, so ein gewisses Ranlassen an die emotionale Komponente dessen, was hier passiert ist. Also die Gedenkstätte Neustadt ist ein Ort, wo man sich als Bürger informieren kann darüber, was hier vor 80 Jahren der Fall war. Eine Führung für das Stichwort Demokratiebildung, der Arrest, der hier drin stattfand. Das Gebäude hier war zu Beginn 1933 ein ganz frühes Schutzhaftlager. Der ältere Mann ist einer der Häftlinge hier gewesen. Er war SPD-Mitglied. Und diente dem Zweck, die politisch Andersdenkenden hier einzuschüchtern. Wein- und Luftkurort Hart, Juden unerwünscht. Der Schrecken wird etwas spürbarer, wenn man hier in solch einer Zelle steht und hier nochmal die Namen derer liest, die hier inhaftiert waren. An der südfranzösischen Grenze hin zu Spanien ist dieser kleine Ort Gürst und dann von Südeuropa 3000 Kilometer nach Osteuropa, um sie dort in Gaskammern zu vernichten. Wenn ich in der Lage bin, solche Grausamkeiten empathisch zu durchspüren, dann komme ich dahin, dass ich drüber nachdenken kann, ob ich sowas möchte oder wie auch nicht. Ein Detektiv suchen nach weiteren Informationen, weil wir einfach auch uns der Aufgabe verpflichtet sehen, diesen Menschen ein Stück weit ihre Lebensgeschichte zurückzugeben, indem wir erinnern. Mit den Materialien arbeiten. Wenn es uns gelingt, ein Stück weit das zu vermitteln, dass die Menschenwürde im Mittelpunkt unserer Arbeit steht, dann haben wir, glaube ich, unser Ziel erreicht. Es ist einfach unmenschlich, so ein Verhalten, was den Leuten früher angetan wurde. Und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass das nochmal Leute erleben müssen. Wir haben uns auf ein Projekt vorbereitet. Zu dem Thema 80 Jahre Gürs, weil Jahrestag ist. Dazu haben wir Plakate gemacht und Koffer gestaltet. Und diese Koffer symbolisieren, dass die, die nach Gürs deportiert wurden, nur eine Stunde hatten, um ihren Koffer zu packen. Wieder daran zu erinnern, was alles Schlimmes passiert ist und einfach auch sowas zu verhindern, dass sowas vielleicht wieder passiert. Gerade jetzt auch in der heutigen Zeit ist es so, dass die Zahlen von Antisemitismus, Rassismus hochgehen. Es gibt so manche Aussagen von Politikern, wo es eigentlich schon fast an die Aussagen erinnert, die jetzt zum Beispiel im Dritten Reich oder so getätigt wurden. Ich verliere halt immer mehr die Hoffnung, dass da was Gutes kommt. Und deswegen müssen wir dagegen halten, um wieder ein bisschen mehr Positives zu haben. Ich bin optimistisch. Ich sehe allerdings auch, dass es durchaus Punkte gibt, die man immer wieder ansprechen muss. Ich glaube, dass das notwendig ist und dass der Umgang mit der Menschenwürde kein Thema ist, das man irgendwann abhaken kann. Vielleicht immer extra dazu aufrufen, einfach nochmal dagegen wirklich anzukämpfen, gegen den Rassismus, den wir heute haben. Sag jetzt mal einfach. Ich denke, man muss unentwegt, im Endeffekt wie Staub wischen, immer wieder für Demokratie, für Menschlichkeit, für Empathie eintreten auf diesem Planet. Also ich meine, das sind jetzt 10. Klasse, ne? Also dieses aktive Einschreiten und nicht einfach nur zuschauen, weil ich finde, selbst wenn man zuschaut und nichts sagt, ist man in gewissermaßen auch, nimmt man daran teil. Dann hab vielen Dank. Ich gucke mir das an in eurer Schule. Schöne Ferien. Ciao. Ja, vielen Dank. Was mich am meisten umtreibt, ist nicht die Vergangenheit. Mit der haben wir uns irgendwie versöhnt, es als Teil unserer Biografie akzeptieren können. Aber was jetzt in der Welt passiert, Populisten, Rechtsextreme in verschiedenen Ländern,
Das treibt mich mehr um als meine eigene Vergangenheit. Diese jungen Menschen sollten das eben weitertragen. Schauen, dass ein Stück weit die Welt verbessert wird. Oft im kleinen Kreis, aber das ist das Wichtigste, scheint mir. Und ich hoffe und wünsche auch für unsere Kinder, Enkel und Urenkel, dass sich das Blatt vielleicht irgendwann wenden könnte. Ich hoffe, es ist keine Illusion.